Herzlich willkommen beim Bregenz Handball Pressegespräch heute am 24.09. im C30 Marketing Club. Heute zu Gast bei mir Marian Klopcic. Marian, Samstag, schweres Auswärtsspiel in Wien gegen die Pfeifers. Leider auch damit verbunden die erste Saisonniederlage inklusive einer schweren Verletzung, nämlich dem Kreuzband von Kapitän Lukas Meyer. Habt ihr dieses Spiel schon weggesteckt? Wir haben dieses Spiel schon weggesteckt. Wir müssen natürlich nach vorne schauen. Es war ein sehr hartes Spiel, sehr ausgeglichenes Spiel. Wir haben sehr gut gespielt. In der ersten Halbzeit haben wir es leider nicht geschafft, uns abzusetzen mit mehr als zwei Toren. Es war immer Kopf-an-Kopf-Rennen. In der zweiten Halbzeit ging es dann los. Zuerst die Verletzung von Lukas Meyer. Ein Kreuzbandriss ist natürlich ein herber Rückschlag für die Mannschaft, ein Leistungsträger. Jetzt heißt es, wir müssen uns konzentrieren, müssen schauen, wie wir diesen Ausfall kompensieren. Vielleicht spiele ich am Rückraum gegen Hart. Mal schauen, trainiert habe ich. Dann in der 40. Minute die rote Karte für Espen Lihansen. Beide Shooter somit ausgefallen. Wir haben gekämpft, aber leider konnten wir die Punkte nicht ins Ländle holen. Du sprichst es an mit Kapitän Lukas Meyer, fällt ein Shooter aus, zumindest jetzt einmal plus minus ein halbes Jahr. Er ist glücklicherweise schon operiert, die OP ist gut verlaufen. Du kannst dort eine Rolle einnehmen. Wie kann man diese Position oder wie versucht man diese Position gerade auf das Derby hin sonst noch zu kompensieren, zu ergänzen? Ja, natürlich mit unserem jungen Spieler Ante Segovic, der sehr gut trainiert. Jetzt kommt seine Zeit, er muss zeigen, was er kann, nicht nur im Training, auch im Spiel. Und wir werden ihm den nötigen Rückhalt geben, um dass er eine sehr gute Leistung abrufen kann. Natürlich haben wir auch noch Lukas Frühstück, der auf Rückraum rechts spielen kann, Tobias Wavne. Und wir werden trainieren und unser Bestes fürs Derby herausholen. Nach dem schweren Spiel gegen die Pfeifers jetzt kommt das nächste sicherlich schwere Spiel, das Derby am Samstag, diesmal allerdings vor eigener Kulisse gegen den Meister aus Hart. Ja, wie sind so deine Erwartungen vor diesem Showdown? Ja, das erste Derby der Saison. Ich glaube, jeder aus der Mannschaft freut sich auf dieses Spiel. Es wird ein hartes Spiel wie jedes Derby. Das Derby hat seine eigenen Gesetze. Wir werden natürlich alles dafür geben, die zwei Punkte hier bei uns in der Halle zu lassen. Jetzt heißt es noch zwei Tage hart arbeiten, uns fokussieren, Videoanalysen und dann sind wir bereit für das Derby. Die Harder haben sich beim Fender Cup schon in sehr, sehr guter Form präsentiert, sind so, ich würde sagen, mittel in die Saison gestartet, mussten auch schon einen Rückschlag gegen Lyon zu Hause einstecken, haben dann eine tolle Champions League Quali gespielt, leider knapp dann das Finale verloren. Wo schätzt du die großen Stärken dieser Mannschaft ein, auf was müsst ihr aufpassen? Ja, die Harder haben einen sehr breiten Kader, sie haben auf jeder Position zwei gleichwertige Spieler, natürlich auch im Tor Golub Doknic, der den nötigen Rückhalt gibt, eine starke 6-0-Deckung, im Angriff sehr variabel, sehr schnelle Außen, es gibt viel, auf was wir achten müssen, aber wir haben vorige Saison vier Derby-Siege einfahren können und wir haben etwas gut zu machen dem Finale gegenüber. Vielen Dank, Marian Klopcic, für deine sehr detaillierten Einblicke. Wir wünschen euch natürlich alles Gute für Samstag und hoffentlich zwei Punkte, die in der Handballarena bleiben. Wenn ihr Fragen habt für unseren nächsten Pressetalk, nächsten Donnerstag, einfach unter diesem Beitrag posten, den Beitrag leisten oder an office@bregenz-handball.at per E-Mail schicken.